4 plus 2 gegen 2 mit 4 Farben. Beim 4 gegen 2 sollten die Außenspieler eine Rautenformation einnehmen. Dadurch ergeben sich viele Dreiecke, optimale Abstände und Zuspielwinkel für das Zusammenspiel. Ja, nicht so häufig verlagern. Ihr spielt ja da nicht nur die Verteidiger tot, sondern euch selber auch. Ihr müsst ja selber auch laufen. Jetzt hier! Ja. Ab jetzt 10 Zuspiele, Doppelrunde und berühren der Zentrumspieler reicht. Also einmal berühren reicht, damit das Paar, was den Fehler verursacht hat, dann in die Mitte geht. Läuft. Ja, stopp mal eben, stopp. Wir haben jetzt zwei neue in der Mitte. Jungs, ihr könnt mich hören da hinten. Worauf kommt es an? Bitte mal in die Mitte gehen nochmal. Ja? Ja, ihr sagt gerade selber, dass die Lücke immer wieder besetzt ist. Dass ich immer wieder auf Lücke spielen kann. Worauf kommt es noch an? Ja, die zwei aus dem Deckung starten raus. Kommen wir weiter rüber noch. Dass ich dahin spielen kann und da. Dass ich zwei Optionen da habe und eine im Zentrum. Denn nur zwei von diesen Optionen können die beiden Grünen hier in der Mitte zustellen. Und wie formieren wir uns am besten? Ja, Josef, richtig, in der Raute. Denn zu viert eröffnet uns die Raute optimale Dreiecke, Zuspielwinkel und Abstände, um vernünftig kombinieren zu können. Weiter geht's. Ja, die Lücke ist besetzt. Na, stopp mal eben. Sejan, warum nicht in der Situation? Komm mal zu mir, bleib mal da, Josef. Warum in die Situation wieder da rein, wo alles zu ist? Warum nicht die Spielverlagerung? Und da sind zwei freie Leute und der Pass ist wesentlich einfacher. Wer ist drin? Ja, ja. Die beiden Grünen müssen drüber. Sehr gelungene Spielverlagerung. Berühren reicht. Ja, stopp mal. Immer dann stehen bleiben, bitte. Einfrieren die Situation. Wenn ich jetzt grün bin für Nedim, ich werde angespielt. Spiel mal bitte. Ist es dann vollkommen unwichtig, ob ich die da hinten auch sehe? Ja, er sagt, ist wichtig. Wie sollte ich mich dann vielleicht besser stellen? Ja, Nedim sagt selber. Leicht geöffnet, dann habe ich, spiel mich mal bitte an. Dann habe ich, das sehe ich sowieso, das sehe ich. Dann habe ich die Option, auch dahin zu spielen. Hm? Coaching-Punkte, Rautenbildung, Deckungsschatten verlassen, auf Lücke gehen, Spielverlagerung und Nachrücken.